willkommen zurück hier zu Let's Play Hand of Fate. Und, also nachdem wir irgendwie schon, ich weiß nicht wie viele Jahrhunderte von Folgen, wir verschwendet haben an die Schuppendame, weil wir halt echt über irgendwo unterwegs total die Arschkarte ziehen, weil dann irgendwas Schlimmes passiert hat, irgendeine Nebenherausforderung, eine unwichtige, unwesentliche kleine Winzigkeitskarte, die uns im Prinzip dann total fertig macht, weil wir irgendwie ohne Waffen gegen übermächtige Feinde kämpfen müssen oder so. Ich will es jetzt endlich mal schaffen, ja, also ich bleib bei dem gleichen, immer noch bei dem Löwenprinzen, weil der an sich echt cool ist, aber es ist halt wirklich, wirklich, wirklich schwer. I've seen these moves repeated so many times by so many people. Of course, this is your game. You bring something of yourself. Hör doch mal auf zu labern, du. So even the same moves have a difference about them. So zweimal so und das dritte Mal. Es macht immer so eine Pause, die ist genau so lang, dass du denkst, so, ah, jetzt kann ich. Macht er nochmal einen Satz? Oder macht er nochmal einen Satz? Oder macht er nochmal einen Satz? Okay. Verbotene Rüstung. Schwere Rüstung, Schmagall, hervorragenden Schutz gegen Schaden, aber macht den Träger immun gegen alle heilen. Was? Macht den Träger immun gegen alle heilende Effekte. Krasser Scheiß. Also ich krieg fast kein Damage mehr, aber ich habe keine Heilung mehr. Das ist das Sinnfreiste, was man als Löwenprinz nehmen kann, weil ich ja mich permanent im Kampf heile. Die wird auf jeden Fall verkauft. Really? Is that what you're going to do? Schatzwähler. Wenn ein Spieler aus mehreren Ausrüstungs- oder Gewinnkarten auswählen kann, erhöht sich deren Zahl um eine. Das ist auch ganz nice. Ich hoffe, wir kriegen auch wieder das Ding, wo wir doppelt wählen können. Also nochmal wählen, nachdem wir vielleicht nicht ganz so gut gezogen haben. Auf jeden Fall möchte ich so viel nehmen wie möglich wieder und trotzdem gucken, dass wir möglichst nicht auf diese Sachen treffen, die halt uns, naja, ihr wisst schon, nicht so gefallen. Und das ist schon der Ausgang. Okay, kommen wir kurz gucken. Wir haben Verirrt im Sumpf, den Dämonenhändler Kapitel 4, der auf jeden Fall wieder irgendwelche Segen von uns haben will, die wir nicht haben. Wir haben den Markt, den wir auch noch nie geschafft haben, weil du dich immer, ich glaube, du musst dich halt mal richtig entscheiden. Und wandernde Musikanten, ich würde echt mal behaupten, wir versuchen die alle mitzunehmen. Also Dämonenhändler wird auf jeden Fall auch nichts werden, das ist klar, aber die wandernde Musikanten, ehrlich gesagt, das ist schon so lange her, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe. Ich habe da so viel auf einmal gemacht, ich habe irgendwie, ich glaube, für eine ganze Woche oder anderthalb aufgenommen, damit ich letzte Woche, wo ich wirklich sehr viel zu tun hatte wieder. Oh Gott, ey. Okay, wir gehen da unten auf jeden Fall lang. Ich habe eigentlich keine Ahnung mehr, was da war. Also ich weiß, dass wir die Karten kennen. Das habe ich nicht vergessen. Wir gehen auf jeden Fall nochmal da unten lang. Wir haben momentan noch genug Rationen, dass wir uns das erlauben können. Verirrt im Sumpf. Du verirrst dich in einem Sumpf. In alle Richtungen siehst du nichts. In allen Richtungen siehst du nichts außer trüben Wasser, knochigen Bäumen und Nebel. Du hörst Bewegungen und kannst undeutlich eine menschliche Gestalt im Nebel ausmachen, die dich herbeiwinkt. Und wir wissen ja bereits, an dieser Stelle ist es tatsächlich möglich, dass wir auch jemanden treffen, nicht nur auf einen Baum. Und wir gehen in Richtung der Gestalt. Du wartest durch das trübe Wasser auf die Gestalt zu. Als du näher kommst, siehst du, dass es nur ein Baum ist, an dem ein alter Ast abgebrochen herunterhängt und im kalten Wind hin und her schaukelt. Offensichtlich diesmal ein Baum. Wir versuchen, unseren Weg aus dem Sumpf herauszufinden. Wir wissen ja bei enormen Erfolg. Choice. Select your desire. Positiv. Ja. Also bei Erfolg verlieren wir eine Ration und kommen aber raus. Und bei enormen Erfolg kommen wir direkt raus. So, der Dämonenhändler wird nicht zufrieden sein, weil wir nichts zum Verkaufen haben. Eines Nachts wirst du in deinen Träumen zu einer Feuergrube gerufen und von einem dir bekannten Dämon begrüßt. Wir bräuchten jetzt zwei Segen, um ihn gegen einen magischen Gegenstand zu tauschen, haben aber leider natürlich keine, also können wir ihm die auch nicht geben. Ich lese jetzt mal nicht vor, weil wir schon tausendmal hatten. Und jetzt kommt der Markt. Jetzt ist es interessant. Win this and claim my token. Du kommst am Markttag in der Stadt Stiegal an. Die Händler auf dem Markt kaufen heute Lebensmittel. Du kannst Rationen anbieten, aber es gibt keine Garantie, wie viel Gold du dafür erhältst. Verkaufe die Hälfte deiner Rationen, behalte all deine Rationen. Versuche auf dem Markt ein paar Rationen zu stehlen. Ganz ehrlich, wir versuchen das einfach mal. Selbst wenn wir wieder scheitern, ich habe Bock, dass wir auch diese Nebenquests halbwegs hinkriegen, obwohl ich gesagt habe, ich will die Hauptquest schaffen. Aber es wäre auch uncool, wenn wir jetzt irgendwie es schaffen, die vier Bosse zu besiegen und dann irgendwie bei den ganzen Nebenquests überhaupt nicht vorankommen, weil wir da die ganze Zeit den Herausforderungen ausweichen quasi. Und deswegen machen wir das einfach mal trotzdem. Wir kaufen die Hälfte unserer Ration. Du legst die Hälfte deiner Ration in einen Sack, den dir einer der Händler gebracht hat und wartest, bis der Handel schließt. Das Zeichen dieser Karte gehört jetzt dir.
Ein Mann kommt auf dich zu und er trägt eine kleine Kiste mit dem Gold, das für deine Rationen bezahlt wurde. Oh, ah, das ist jetzt zufällig durch... Ah, okay, cool. Ja! Boah! Oh Mann. Du öffnest die Kiste und entdeckst etwas Gold. Der Geber zieht dir 2 Gold-Gewinnkarten. 10 Gold. 40 Gold. 40 Gold für 5 Rationen. Ich rechne mal ganz kurz hoch. Das ist ein anständiger Preis. Also im Normalfall zahlt man für eine Ration 4 Gold. Das sind 40 Gold für 10 Rationen. Ja, das ist echt gut. Das ist wirklich gut. Das ist wirklich gut. Wir haben für 5 Rationen 40 Gold bekommen. Das ist im Endeffekt, das sind, boah, ich will jetzt nicht schlecht sein im Hochrechner. Das sind doch dann 8, oder? Warte mal, 4 mal 8 sind doch... Quatsch, 8 mal. Ich meine, ihr wisst schon, was ich meine. Ich glaube, das sind 8. Ja, das sind auf jeden Fall 8. Das heißt, wir haben 8 Gold pro Ration bekommen. Das ist gut, solange wir jetzt nicht verhungern auf dem Weg, weil wir keine Ration mehr haben. Wandernde Musikanten. I swear I've heard this tale before. Eines Tages triffst du auf einer langen Landstraße ein paar wandernder Musikanten. Ich hab's heute, sorry, hat einen langen Tag schon. Muss früh aufstehen, nicht viel schlafen, das Übliche. Die beiden fragen dich, woran es dir derzeit fehlt und erklären, dass sie über viele interessante und einzigartige Talente verfügen. Na, hallo. Ja, wir können um ein Lied bitten, wir können Informationen über einen weiteren Weg fragen, um Rationen bitten. Oder sage ihnen, dass du ihre Dienste nicht benötigst. Ich denke mal, es wird uns Gold kosten, aber wir können ja mal nach Informationen um ein Lied. Wir bitten mal um ein Lied. Ich würde gerne Rationen haben, aber ich würde ganz gerne schon irgendwie diesen Token bekommen. Deswegen bitten wir mal, das reicht übrigens nicht. 1, 2, 3. Oh Gott, ich bitte mal um Rationen. Die beiden sehen sich zweifelnd an. Wir sind nur bescheidene, wandernde Musikanten, die kaum etwas zu verschenken haben. Aber wir geben dir die Hälfte unserer Ration für die Hälfte deines Goldes, falls du zu teilen bereit bist. Das wäre natürlich gut, wenn wir weniger Gold hätten, aber ich mach's trotzdem einfach aus Spaß. So, wir geben jetzt einfach mal die Hälfte von unserem Gold ab und guck mal, wie viele Rationen wir kriegen. Ihr trefft eine Übereinkunft und tauscht Vorräte aus. 5 Rationen für 33 Gold. Das ist im Schnitt ungefähr 6 Gold pro Ration, also haben wir trotzdem noch Plus gemacht. Das ist gar nicht so schlecht eigentlich. Du hast wahrscheinlich sehr viel, du hast wahrlich sehr viel Gold, bemerkt einer der Musikanten. Zum Dank erzählen sie dir, die beiden, wo du ein Orakel der alten Götter findest. Das Zeichen dieser Karte gehört jetzt dir. Cool. Wir haben Ration bekommen für einen ziemlich teuren, aber noch akzeptablen Preis. Und wir haben diesen Token bekommen. Wir sind gerade auf dem Weg nach Kadeira. Der Herzog gibt eine Siegesfeier, bei der die Dienste solch talentierter Unterhalter wie uns benötigt werden. Vielleicht sehen wir uns dort wieder. Okay, nice auf jeden Fall. Es lief eigentlich ganz gut. Also war eine gute Entscheidung, nochmal hier lang zu gehen. Natürlich jetzt wenig Nahrung, sobald wir da wieder ankommen. Und zwar nur noch 3. okay, aber mal gucken. One more step down and we may see the end of this or another set of stairs. So, wir sehen, da gibt es einen Juwelier. Das ist schon mal cool. Da kann man auf jeden Fall irgendwas kaufen und unsere Rüstung verkaufen, die wir nicht brauchen. I was left nicht wollen. These simple pieces. And from them I have built a palace of memories. A convoluted maze that few will ever reach the end of. Will you be one of them? Mondschein-Horror. Wir erinnern uns. Der wahre Horror. Wir sollen all unsere Ausrüstung abgeben und werden dann verraten von den Druiden, die eigentlich gar keine Druiden sind, die wir die ganze Zeit beschützt haben. Tatsächlich sind es nämlich Totenbeschwörer, die bereits selber auch schon Untote sind. Wir werden diesmal einfach mal Nein sagen. And a token if you succeed. Ich lese jetzt nicht nochmal vor, weil wir es schon sehr oft hatten, weil wir schon oft dran versagt sind. Wir können jetzt zustimmen und unsere Sachen ablegen, aber da wir wirklich am Arsch sind und irgendwie kaum Lebenspunkte auch am Anfang haben, noch völlig am Anfang stehen und unfähig eigentlich alles für alles sind, wir hätten wenigstens mehr Leben haben müssen, finde ich, um das anzunehmen, lehnen wir ab und gucken mal, was passiert. Dann kann die Zeremonie nicht beginnen. Unser Geschäft hier ist erledigt. Die verhüllten Figuren drehen sich wie ein Uhrwerk gleichzeitig um und verschwinden in die Dunkelheit des Waldes. Okay, krass. Also man muss tatsächlich das Angebot annehmen. Man muss tatsächlich... Wir gehen mal zum Händler. Und man muss tatsächlich ebenso... ohne Ausrüstung gegen alles kämpfen, was einem da entgegengestellt wird. Das ist natürlich krass, vor allem war ja dabei auch nicht nur ein paar Skelette, sondern wir haben dann kein Schild mehr, das ist nämlich richtig mies. Können dementsprechend nicht mehr blocken, sondern bloß noch ausweichen. Und haben auch nur eine Standardwaffe, ist auch schon richtig gemein. Und das dann auch noch gegen irgendwie dieses, ich habe vergessen, wie das Vieh hieß, aber das war diese weibliche Untote, die Ruchlose oder sowas.
so ähnlich, die ja richtig krass war, also die auch richtig, richtig stark war. Und wir verkaufen unsere verbotene Rüstung. Ich will die wirklich nicht haben. Und guck mal ganz kurz, was wir so kaufen können. Wir werden auf jeden Fall Rationen kaufen müssen. Magerschlag, genau, mächtigen Blitzschlag auf den zufälligen Gegner ist schon mal ganz nice, aber es kostet ziemlich viel. Notfallring, wenn unsere Gesundheit auf 0 fällt, aber wir noch Rationen haben, dann können wir, kriegen wir Gesundheit in halb so großer Höhe, wie unsere Rationen sind. Das heißt, wenn wir 10 Rationen haben, kriegen wir 5 Gesundheit dazu, was wirklich richtig schlecht ist eigentlich. Wenn wir eigentlich sterben würden quasi. Und verlieren aber alle Rationen. Gildenmeisterring, der hat 33 als Preis, ist neu. Der Spieler erhält plus 1 Ration, wann immer er einen Laden betritt. Das ist ja richtig cool. Das ist eine geile Sache. Kostet 33 und wir kriegen jedes Mal eine Ration, wenn wir einen Laden betreten. Die Frage ist, rechnet sich das? Eine Ration kostet 4. Das heißt, wir müssen irgendwie quasi 8 Läden betreten oder so, damit sich das überhaupt rechnet. Und nein, es funktioniert nicht. Habe ich auch gerade überlegt, dass man einfach immer hin und her springt, weil dadurch verliert man ja quasi im Endeffekt mit jedem raus und wieder reingehen, kostet es 1-2 Rationen und man kriegt immer nur eine. Das heißt, das macht keinen Sinn. Oder gefiedertes Eis. Drück während des Kampfes rechten Bogen, einen klirrenden Eisstoß zu erschaffen, dessen Zentrum der Abenteurer ist. Ist auch richtig cool, um alle einzufrieren für einen Moment. Das ist richtig, richtig nützlich. Aber ich glaube, wir brauchen in erster Linie jetzt wirklich Rationen. Wir kriegen ja für 11 Gold gerade mal 3. Das heißt, ich werde hier kräftig Rationen kaufen. Dann haben wir eh kein Geld mehr für was anderes. Wir bleiben mal bei 10. Ja, das ist okay für den Anfang. Wir haben noch ein bisschen Gold übrig für Notfall. Ja. Ich werde jetzt nichts anderes kaufen, weil das Geld haben wir jetzt eh nicht mehr. Das hätte alles mindestens 30 gekostet, glaube ich. So, gehen wir mal weiter. Gespannt, was uns hier erwartet. Das Labyrinth! We play for a token now. Überspringe ich mal alles, kennen wir auch schon doppelt und dreifach. Und scheiße, man muss kämpfen. Fuck, ich dachte, man kann jetzt wieder ablehnen. Was ist denn das für ein Mist? Wir haben gerade mal 40 Lebenspunkte. Und Standardausrüstung. Ja, wir haben keine Chance. Oh Mann, ich will nicht schon wieder versagen. Das ist unfair. Okay, ich gebe mein Bestes. Ich gebe wirklich mein allerbestes. Ist es machbar? Das Problem ist, danach kommt dann wieder die Sache mit der Tür. Hey, mein Freund. Ah, fuck. Okay, ein Treffer. Ein Treffer und weg. Okay. Ja, mein Freund, wir haben es verstanden. Komm mal ran hier. Guck mal hier. Siehst du hier diese Säule? Diese Wand. Genau da sollst du hin. Ein Treffer. Das wird jetzt lange dauern. Das wird ein langer Kampf. Ich glaube, ich werde den tatsächlich über 2 Folgen machen, weil die Folge gleich vorbei ist. Aber mehr als einmal schlagen können wir nicht machen. Hier bin ich. Hier. Oh, nein, der haut jetzt zu. Boah, ich habe aus meinem Fehler gelernt vom letzten Kampf. Komm hier, mach mal. Ja, yeah, dein Ansturm. Genau, das ist pornös. Da stehe ich drauf. Boah. Du wirst es doch auch. Komm, Kosche. Komm schon. Schlag verkackt. Scheiße. Die wäre auch sowas wie einfrieren oder so ganz gut. Wäre natürlich die Frage, ob das auch klappt. Gegen den Boss. Der ist die schwächste Waffe von allen, ne? Der hat irgendwie 20er Damage, glaube ich. Das Schwert ist, glaube ich, das Standard. Ach ne, wir haben noch das Beil. Das Schwert hat, glaube ich, 23. Werde ich glatt noch einen zweiten reinsetzen können. Machst du mal Ansturm oder? Nee, der haut. Wenn er so langsam ankommt, dann will er schlagen. Und jetzt kommt er doch, stimmt. Das war mutig. Guck mal, das knackt. Genau hier, Antiwand will ich dich. An dieser Wand möchte ich dich sehen. Oh Gott. Okay, das war zu weit. Da traue ich mich jetzt nicht mehr ran wegen dem Schlag. Mal zu. Ich frage mich auch, ob der echt Schaden bekommt durch diese Aktion. Oder nicht? Also im Prinzip kann man ja einfach entspannt die ganze Zeit vor ihm weglaufen. Naja, der hat jetzt wieder normal. Ne, hat er nicht. Oh, der macht seinen Ansturm. Das ist aber nicht ganz vorherzusehen, was er macht. Also er folgt nicht ganz klassisch Schema F, sondern er reagiert dann teilweise schon der Situation an entsprechend. Das war eng.
das war richtig knapp, ey. Aber das Miese danach ist diese fucking Tür. Das weiß ich jetzt schon. Wir werden den Kampf wahrscheinlich sogar schaffen. Danach hast du diese blöde Tür, wo du halt nur durch Glück dann entweder kriegst du, glaube ich, richtig Schaden ab. Ich glaube, du kriegst 20 Lebenspunkte abgezogen oder so. Und wenn du es nicht schaffst, auf Anhieb die richtige Karte zufällig zu ziehen. Das ist richtig gemein. Ja, los, schlag doch mal zu, Alter. Ich echt Schiss, der ist schon ganz schön dran hier. Komm mal. Hier oben ist nochmal eine Säule für dich. Komm mal hier. Komm, kuscheln. Ne? Das wirst du doch auch. Ja. Wie heißt es? Wie heißt es bei den Spaniern? Gibt es dafür eine Bezeichnung? Gart ist ja eher so für einen Zweikampf. Für einen Gentleman, Mann. Für einen Degen. Was war das jetzt? Ganz entspannt. Richtig, na hier, komm an, komm an. Hier oben, hier oben bin ich. Wo rennst du denn hin? Kann ich dir doch nie im Leben Schlag verpassen. Ja. Okay, wir sind drüber. Ich bin mal echt so gemein jetzt, aber ich wollte die Folgen ja mal so 15 Minuten machen. Ob wir den Kampf überleben? Ja, ich tippe mal tatsächlich auf ja. Ich will nicht spoilern, ich weiß ja selber noch nicht, was passiert. Ob wir den Kampf überleben und vor allem, ob wir es danach schaffen, diese versperrte Tür aufzukriegen und nicht zu sterben, weil diese fucking Tür dann verschlossen ist und wir, obwohl wir den Kampf mit irgendwie 40 Lebenspunkten überlebt haben, ja, also maximalen Lebenspunkten, wir dann an der Tür hängen bleiben und ich mich dann wahrscheinlich voll aufregen werde wegen dieser Scheiße und wir gezwungen werden, das zu machen und das nicht aussuchen können, wie sonst auch immer. Das erfahrt ihr beim nächsten Mal. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt und ja, wir sehen uns morgen.